Dann kam eine Frau und wollte mich anzeigen. Ich musste ihr die Kartoffeln geben und dann war die mit den Kartoffeln verschwunden. Und ich habe inzwischen erfahren, dass die nicht die Besitzerin war. Die hat sie bloß nicht ausgraben brauchen, weil sie die von mir abgenommen hat. Ne? Wie ich heimkam, war ich am Boden zerstört. Ich habe meine Tablettenschachtel geleert und habe mich hingelegt und wollte von nichts mehr hören und sehen. Wie ich erfahren habe, habe ich ein bisschen ohnmächtig ein, zwei Tage gelegen. Man wollte einen Priester holen und dann bin ich doch wieder zu mir gekommen. Dann habe ich beim Bleier gearbeitet oben wieder. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Auf dem Hof eine Grube ausgehoben. Ungefähr 3 mal 3 Meter. Da haben wir Stroh reingetan. Und dann, ich konnte es damals kaum fassen, wurden da Kartoffeln reingeschüttet und dann wurde das zugeschüttet. Und wo kamen die Kartoffeln her? Praktisch neben unserem Quartier. Da war eine Scheune. Und da waren Rüben unter dem Stroh gelagert. Nachdem die das Zeug dort hochgefahren haben und ich das oben mit vergraben habe, da sind wir da übers Gebälk oben drüber rein. Und was haben wir gefunden? War mindestens 40 Zentner Kartoffeln. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie sauer ich war? Pauline, du weißt, wir haben einen Sack und übers Gebälk den Sack bei uns oben rein. Und da hat er war ein reicher Bauer, ne? Aber nichts hergegeben. Und der Garde hat den Eliano geheiratet. Ja, der war einer von den Reichen, der Bleier. Und das war ja dann der Agathe. Ja. Das war der Sohn. Der Sohn war das. Der Mann war das Sohn. Ja. Da weiß ich auch noch. Dann hast du dann gesagt zu der Mutter, jetzt ist das Vaterland gerettet. Und die Mutter ist erschrocken, hat nicht gewusst, was los ist. Was, ja. Und dann hat er gesagt, ja, und da konnte man wieder was essen. Das erste Mal dann, so richtig. Ne? Ja, wir hatten Kartoffeln. Ja. Vorher war die Geschichte mit der Maria. Erinnerst du dich? Wie das letzte Stückchen Brot hier um den Tisch ging. Und dann kam bei der Maria, da ist es gelandet. Und die kam zu mir und brachte mir das Brot. Wenn ich heute noch dran denke, verschlägt mir es den Atem. Ich konnte nur noch aufstehen und zu den Pferden gehen. Da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Dann könnt ihr die Gefühle empfinden, die man damals hatte. Ja, und dann dauert es nicht mehr lange. Da haben wir noch, glaube ich, ein paar Fuhren Gerste eingefahren. Und dann kam eine Abteilung. Wie soll ich sagen, halb militärisch, ich bezeichnete sowas als Partisanen. Die hatten auf dem Koppelschloss ein springendes Pferd und die forderten uns auf. Innerhalb von 4 Stunden musste das bisschen Habchen-Babchen gepackt werden und dann ging es ins Lager nach Falkenau. Pferd, alles andere blieb stehen. Inzwischen war kapituliert, inzwischen hat man 3 Tage Plünderung freigegeben. In Bichelberg hat man Gott sei Dank nichts gemerkt, aber im Falkenau ist genug passiert, sind genug Tote gegeben. Ja, dann sind wir ins Lager gekommen nach Falkenau und unsere Nachbarn, das waren Tschechen.
konnten auch Deutsch sprechen. Man hat sich von menschlicher Seite war kein Unterschied im Dorf. Ja. Die haben uns abends eine Suppe gebracht. Einen Topf voll Suppe. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ich weiß bloß, dass sie einen Topf voll Suppe war. Es waren Tschechen. Von dort hat man uns transportiert nach Prag, nach Pilsen. Pilsen umgeladen nach Prag. Da hat man dran geschrieben, Sibiria. Ne? Da hat uns diese Partisanenabteilung, möchte ich mal sagen, die hat uns dann eskortiert. Wir sind mit dem Transportzug 20 Tonner. 20 Tonner Waggon, wie man früher die Waggons hatte. Männlein und Weiblein waren wir ja zusammen. Da wurden wir in den Frachtladen hinein und dann ging es ab. Wir haben in Pilsen, wo wir verladen wurden, haben wir 18 Personen eine Büchse Leberwurst und 20 Personen ein 4-Pfund-Brot bekommen. Kinder und Erwachsene spielten keine Rolle. Das war Geld für alle. Und dann sind wir auf den Weg geschickt worden, wie wir sahen, Sibirien, wird uns der Russe dann schon übernehmen, nicht? Und sind wir, tja, wie soll ich jetzt sagen, durch Ungarn gefahren, also bis der Budapest, der Pressburg, haben wir noch die Lichter gesehen. Inzwischen haben wir ist nichts passiert. Aus dem fahrenden Zug gesprungen, Gras gepflückt, Sauerrahmen, für was man so sieht, wenn ja um die Kurve ging, ging ja der Güterzug ganz langsam. Ja. Das haben die Bachmann hat mal geschossen, der Vater hat man auch rausgeholt, ne, und hat ein bisschen Schießübungen gemacht. Man hat ihn zwar nicht getroffen, aber die Russen hatten ihr Vergnügen, ihren Spaß, dass die betreffende Person Angst hatte, wenn es geknallt hat, ne, die Kugel pfiffen. Ich habe einen Streitschuss am rechten Fuß gekriegt, aber das war nicht gefährlich, es hat bloß geblieben. Das passt. Ja. Ja, so ähnlich hat es der Wilfried da beschrieben. Und so sind wir bis nach Ungarn gekommen, dann habe ich einen Kochtopf mit Wasser geholt und wie ich zurückkam, war der Transport weg. So. Ich beherrschte die Sprache nicht, aber ich habe das einzig richtig gemacht, ich bin zur Polizei. Und da hat man mich im Personenzug befördert und dann stand ich schon, wo die Feuer waren. Das war unser Zug. Inzwischen haben Reisende mir ein Stück Maisbrot mit Paprika gegeben. Ihr glaubt gar nicht, wie das geschmeckt hat. Mal was zu essen, Brot, das war doch. Naja, dann hatte ich die Familie wieder, der Topf war auch wieder da. Ne? Und dann ging es weiter bis Budapest. In Budapest auf dem Güterwagen standen wir erst mal. Versucht zu erkundigen. Der Vater konnte ja ein bisschen, wie sagen, Russisch, das Polnisch und das Tschechisch und das alles Ukrainisch, das vermischte sich nicht wahr, aber man konnte sich verständigen. Ich nicht. Ja. Da wir nichts zu essen bekamen, mussten wir was unternehmen. Das heißt, es hat uns sogar ein Russe geholfen. Er hat einen Waggon aufgebrochen
Da waren Fisulen drin, also Bohnen. Ein Mörser hatte man mit, also konnte man das stampfen und essen. Ja, und so standen wir 8 Tage. Inzwischen hat es öfters geknallt. Inzwischen haben wir erfahren, der Russe kann uns gar nicht nach Sibirien bringen. Und wisst ihr warum? Weil die Spurbreite der Eisenbahn sich änderte in Budapest nach Osten weiter, ging keine Verbindung mehr. Ivan saß auf einem Thron und spielte mit der Quetsche. Und weißt, wisst ihr, worauf er saß? Auf die geklauten deutschen Möbel aus den Wohnungen. Ein riesiger Haufen, der nicht abtransportiert werden konnte. Möbel, Klaviere und so weiter. Haben die alles gehortet. Ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, und dann kam der Tag, da hat man uns zurücktransportiert. Sind wir wieder in Prag gelandet. Und zwar im Internationalen Hagebor in Veleslavin, Stadtteil von Prag, in einem Barackenlager. Verpflegung waren 2 Scheiben Brot am Tag und eine sogenannte Suppe konnte man empfangen. Im Lager selbst war die sanitäre Einrichtung so, dass wer nach rückwärts umfiel, ist halt in der Klärgrube ersoffen. Die Agathe musste zum Dienst raus, musste Leichen ausgraben. Der Vater und ich kamen zum Transport nach Veleslavin, einem Verladebahnhof. Und dort mussten wir hatten eine Zeitvorgabe, in ungefähr 3 Stunden einen 20-Tonnen-Waggon Kartoffeln ausladen, abwiegen und in Säcke füllen. Und wer das Glück hatte, der konnte einen Truck als Austräger mitfahren und die Kartoffeln den Bestellern zuschicken im 3. oder 5. Stock in Prag. Es war deswegen ein Glück, weil man ein paar, wie sagen wir Kronen. Damals, Kronen bekam. Und mit den Kronen war es so, 50% kriegte der Fahrer, damit er für die anderen 50%, die dir blieben, ein Stück Brot kaufen konnte. Es war schwierig, das lange durchzuhalten, weil wir hatten zwar Mittagessen im Gasthof, es war nicht schlecht, aber für das Geschäft war es nicht ausreichend, die Kräfte waren nicht dort durchzuhalten. Ja. Ich weiß noch, wie es Hefemühle mit Mohn, Sahnemohn als Zusatz gab, als Soße, war herrlich. Naja, dann kamen wir wieder zurück. Dann haben wir beraten, was tun, was können. Wir beschweren uns. Da ist der Vater und ich, haben uns eine Audienz beim Kommandanten gebeten. Der konnte gut Deutsch. Der hat gesagt, was wollen Sie? Hören Sie nachts das Gejohle, den Gesang im Lager? Wir müssen ja sagen, ja freilich, sehen Sie, das sind Ihre Küche, Ihre Landsleute, die das kochen. Und das, die schrillen Stimmen, die Mädchen, das sind die von Prag, die sich mit ihnen vergnügen.
So, und jetzt zeige ich Ihnen, was wir an Verpflegung erhalten. Und dazu möchte ich Ihnen gleich sagen, meine Eltern sind irgendwo in Theresienstadt geblieben. Verlangen Sie jetzt noch, dass ich etwas für Sie tue? Da konnten wir nichts mehr sagen. Wir haben gesehen, wie ein deutscher Soldat im Lager öffentlich essen musste. Und zwar so lange mit Nudeln gefüttert wurde, beziehungsweise essen musste, gezwungen wurde zu essen, bis er qualvoll starb. Dann ist in der Magen geplatzt oder was. Ne? Wir hatten dann das Glück, dass wir vom Ami rauskamen, ins UNRWA-Lager nach Pilsen. Da kriegten wir unsere Spritzen, dass wir entlaust wurden. Oben rein, unten der Dampf raus. Ne? Ja, und dann entschied es sich. Da sagte man, also wer irgendwie eine Möglichkeit hat, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen, der kann dies nutzen. Andernfalls müsst ihr nach Mühlberg bei Dresden ins Lager. Da habe ich mit dem Vater gesprochen. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir nach Uettingen können. Ich habe dort Verwandtschaften, meine Großmutter ist sogar dort. Aber entscheiden müsst ihr, ob ihr mit der Familie dorthin wollt und könnt, oder ob ihr lieber mit den anderen nach Mühlberg ins Lager an der Elbe wollt. Da hat man entschieden, Uettingen. Und so sind wir hier gelandet. Beim Wiesner, nachts auf dem Saal oben, ungeheizt, in die Polster verschwunden. Ja, und dann haben wir beim Schertlein, hieß die im Schloss. Wer war die Oma von dir? Bitte? Wer war die Oma von dir? Die Hofmann. Das war meine Großmutter Maria Seitz, geborene Hoffmann. Und zwar war der Bauer, der Martin Hoffmann. Martin Hoffmann, Mädler, hat man gesagt, in der Schäfergasse, ja, oberste Haus. Ja. Er hatte hier oben, hatte er noch einen Acker. Und wenn er den beackert hat, dann hat man ihn hier unten schreien schon und fluchen. Ja, das kann sein. Ja. Dafür war er bekannt. Das war so. Ja. Gibt's gar nichts. Ja. Das war so. Ja. Jedenfalls kam ich dann zu meiner Tante. Wie weit, um welche Ecken verwandt, weiß ich nicht. Und die Seitz von dem Fuhrunternehmen in Remlingen? Nein, auch? Nein, kein Fuhrunternehmer, der war Kleinbauer da. Die Luise Hoffmann und dann war es die Luise Wolpert. Ja. Die Biere. Ja, exakt. Genau. Ja. 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 Sie kamen im Schloss unter und von dort wurde man dann verteilt. Ich war da bei der Luise, die waren im Schloss. Der Vater und ich wurden zum Holzfällen in den Wald geschickt für die Gemeinde. Die Klara kam zur Mühle. Wolfermühle. Ja. Wolfer. Die Agathe beim Wagner-Schorsch. Ja. Die waren ja noch Kinder. Ja. Die kamen zur Schule. Ja. Ja. Ich war beim Zillig, beim Bischof. Ja. Der Wim? Ja. Aber da war deine Schule da schon. Da war ich nur ein halbes Jahr und dann war ich zwei Jahre. Und die Kathi war beim Bäcker? Beim Bäcker, ja. Beim Triech. Und so war alles im Dorf
praktisch untergebracht. Der Wilfried Benlauer. Vom Wilfried hatten wir damals noch gar keine Spur. Der hat seine eigene Story geschrieben. Ja. Ist er von seiner Flucht, ja. Und so sind wir hier gelandet. Und ich bin heute praktisch gekommen, um euch nochmal zu sehen, um Abschied auf dem Friedhof zu nehmen. Mein Alter ist gerade so lange, dass ich sage, das habe ich jetzt noch geschafft. Mir bleibt keine Zeit mehr. Es hat keiner ewig gelebt von den Menschen, egal welchen Beruf und welche Größe er hatte. Spielt keine Rolle. Wir sind sterblich und damit müssen wir leben. Und das müssen wir auch begreifen und verarbeiten. Was war, ist gewesen. Wilhelm Busch hat geschrieben, als mir die Zeit entgegenkam, oh, war sie schön und proper. Jetzt, da ich alt bin, sehe ich die Zeit von hinten und oh weh, ich sehe jetzt ihre Höcker. Und mit diesen Höckern müssen wir leben. Da können wir nicht mehr drum. Wir können nichts mehr richten. Wir müssen zufrieden und dankbar sein, dass wir so alt geworden sind. Ich selbst habe nie geglaubt, so alt zu werden. Und mir langt es. Und wenn ich hier heute die Menschheit angucke, dann sehe ich nur einen Weg. Sie vernichtet sich selbst. Alle reden vom Frieden und meinen Krieg. Weil bist du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. So wird das heute alles ausgeführt und durchgeführt. Egal, ob das Jugoslawien ist oder die Flüchtlingswelle jetzt. Als wir damals in Freising das erste Mal von der Tschechei auf deutschen Boden kamen und wir waren Deutsche, wohlgemerkt, wir waren keine Ausländer, da waren die ersten deutschen Laute, ja, was wollt ihr denn hier, warum seid ihr nicht geblieben, wo ihr wart, ihr fresst uns noch alles weg. Das waren die ersten deutschen Worte, die ich hier in Deutschland gehört habe. So. Und dann wisst ihr auch, wie es Flüchtlingen geht, egal welche Nationalität. Es sind alles bloß Italiener, Franzosen, Russen, Amerikaner. Aber keiner dran denkt daran, dass alles nur Menschen sind, die nichts weiter wollen als in Ruhe leben. Nichts.